gucken wir uns doch an von Ehrenbruder Sascha. Ja, ich habe Bart. Bevor dieses Video losgeht, will ich ein Spiel spielen mit zwei Freunden von mir. Einmal Marcel und einmal Willi. Wir spielen das Spiel. Ich habe etwas, was du nicht hast. Was ist es? Heute ist endlich wieder soweit. Ich glaube, das ist Beweis genug. Ja, ich habe Bart. Voller Stolz präsentiere ich euch. Oh Gott. Das war aber auch, sage ich euch ehrlich, eine Demütigung, ne? Dann lässt man mal seinen Bart 3 Wochen wachsen. Mittlerweile etwas über 3 Wochen. Ne, 3 Wochen genau. 3 Wochen wachsen. Dann macht Sascha so gefühlt 2 Tage, ist er offline, kommt wieder, hat mehr Bartwuchs als ich. Ja, moin. Euch mein 10-Tage-Bart. Heute kommt endlich eine neue Episode von Sascha liest Kommentare. Das heißt, ich war mal wieder... Aber Sascha hat ihn sich abrasiert. WhatsApp-Gruppe sagt aber dran lassen, oder? Ja, ich hatte vorhin geguckt, also 58.644 Leute sagen dran lassen und 18.765 Leute sagen abmachen. 515 haben Dick-Emote gepostet, 163 einen Mittelfinger, 48 Leute haben kleinen Penis gepostet, 46 Leute haben das Spritz-Emote gepostet, 42 Leute haben Kotz-Smiley gepostet, 33 Leute ein Pfirsich, 32 Leute Füße, 24 Leute einen Kackhaufen, 22 Leute haben einen Kussmund geschickt und 16 Leute nochmal einen Kotz-Smiley, 15 Leute ein Schwangerschafts-Emote. Ach Digga, scheiß drauf. Also, die meisten Leute sagen, dran lassen. Wieder unter meinen Videos unterwegs. Back-to-Back-YouTuber des Jahres. Um zu schauen, was meine geliebte Community für mich so dargelassen hat. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem Top-Kommentar von der letzten Episode. Let's go. Tolles Video. Danke, Max. Hallo. Frohes neues Jahr. Mach nächstes Mal deinen Urlaub länger. Hast ihn dir verdient. Ich war im Urlaub und was soll ich sagen? Auch nicht gut mit der Hand zu machen, Ron. Bei Ron merkt man halt auch einfach, Sternzeichen ist Berlin. Wie geil waren die paar Szenen bitte, wo Sascha in seine alte Rolle geschlüpft ist? Hahaha, mega unterhaltsam und Nostalgie-Feeling. Ich schlüpfe jetzt nicht schon wieder in die alte Rolle. Kann der Typ nicht einfach einmal sein Maul halten? Wo sind eigentlich die ganzen Spenden unter den Videos? Ah, da ist ja eine. 2 Euro! Marc, ist die Daydate noch verfügbar? Danke, Sascha. Eine kleine Spende, damit der nächste Urlaub außerhalb von Balkonien stattfinden kann. Ich würde mich auch über Vlogs aus dem Urlaub freuen. Worms, wie du gesehen. So geile Zeiten. Ah, fandet ihr den alten Sascha besser? Ich finde den neuen Sascha besser, der auch mal lacht. Ich finde den neuen Sascha besser. Okay, wir machen eine Abstimmung. Was war besser, der alte oder der neue Sascha? Hot Words sind aktiviert. Schreibt eure Meinung in den Chat. Neu oder alt? Neu oder alt? Abstimmen jetzt, Chat. Neu oder der alte Sascha ist besser? Okay, ich denke, die Abstimmung ist relativ eindeutig, würde ich sagen, ne? Der neue Sascha ist beliebter. Danke fürs Mitmachen. Kuss auf die Nuss. Gesehen hast, ich war im Urlaub und ich will erstmal nicht mehr in den Urlaub. Zumindest nicht mit Ron. Musste so lachen bei dem ASMR-Clip. Sascha versüßt uns einfach jeden Sonntag. Mein RTL! Hast auch du die... Danke, Bro. Danke, Bro. Was? Jungs, bringt bitte dieses Jahr den Crewzember zurück. Danke. Schon letztes Jahr hat sich jemand den Crewzember zurückgewünscht und die Jungs haben Nein gesagt. Aber weißt du was? Für dieses Jahr frage ich die Jungs gerne nochmal. Yo, 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 yo. Wer von euch hat Bock? Diesen Dezember Crewzember. Sagt mir gerne Bescheid. Nein. 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 Was ist ein Crewzember? Videos in einem Monat. So viel lade ich gerade in 5 Jahren hoch. Ich bin doch nicht blöd. Gibt, glaube ich, keinen außer Sascha und Jules, die sich so Mühe geben beim Schnitt von einem Video. Props an dich. Naja, es gibt ja auch noch hungriger Hugo. Ach, der hat mich bestimmt nur vergessen. Oder Knossi. Sascha,
Was willst du von mir? Ich habe noch nie ein Video geschnitten. Dann halt nicht, Knossi. Das Video ist ziemlich gut geschnitten. Format auch eine pure 10 von 10. Fazit: Hat sehr Spaß gemacht, es anzuschauen und war absolut unterhaltend. LG Phoebe. Phoebe? Alles Gute nachträglich zu deinem Geburtstag. Phoebe, du bist jetzt endlich 18 Jahre alt. Ein bisschen schade, ich habe keinen Partyhut hier, aber ich habe einen Weihnachtsbaum. Keine Ahnung, ob du damit irgendwas anfangen kannst. Phoebe, wie gesagt, alles Gute nochmal nachträglich zu deinem Geburtstag. Uff, Sascha, du bist zu... Die Kommentare unter Phoebes Post, dass sie 18 war, waren so respektlos, Digga. Aber auch Unterhaltung. Da haben so viele gespawntrappt, Digga. Man hat richtig das Gefühl gehabt, die haben sich selber eine Erinnerung in ihrem Handy gemacht, so mäßig Phoebe 18 jetzt angreifen. Also, Digga. Aber man muss auch wirklich sagen, man hatte wirklich das Gefühl, Phoebe war nicht ein Jahr 17, die war eher 3 Jahre 17, oder? Fühlt sich echt an, als wenn sie irgendwie, ja, nicht nur ein Jahr 17 war. Oder? Jetzt kann, wenn sie was Freches sagt, jetzt kann sie nicht mehr sagen, 17, 17, jetzt sie volljährig. Pünktlich, muss man sich Sorgen machen? Geht's dir noch gut? Mir geht's hervorragend. Wo sind eigentlich die ganzen Witze gegen Saschas Nasenlöcher? Mehr Anzeigen. Der Typ hat's verdient, mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkatapultiert zu werden. 8 Jahre durfte ich mir irgendeine Scheiße über meine Nasenlöcher anhören. Das Ganze ist endlich vorbei und jetzt kommst du und wenn du mit deinem Kommentar... Ich hab die Nasenlöcherwitze nicht vergessen. Wenn du mit deinem Kommentar das schon wieder auslöst, dann haben auch wir beide... ein Problem miteinander. Einfach YouTubes Nummer 1, dann haben auch wir beide... ein Problem. Wenn der Typ so vor mir stehen würde, Digga... Das sieht so verkehrt aus, ne? Das sieht aus wie ein schlecht konfigurierter RP-Charakter. Oder das sieht so aus, als wenn Playboy 51 aus Reinickendorf mit Jax Teller von Sons of Anarchy kräftigen Analverkehr hatte und Playboy 51 ist schwanger geworden. Einfach YouTubes Nummer 1. Unterhaltung vom Feinsten. Schönen Urlaub. Nicht nur, dass ich vor 5 Monaten nicht im Urlaub war. Ich bin schon lange nicht mehr YouTubes Nummer 1. Und YouTubes Nummer 1 ist mittlerweile, und ich gönne es ihm von Herzen, Tomatolix. Bester Mann. Guter Mann. 1 bis 2 Millionen Euro für sämtliche Bestandteile des menschlichen Körpers. 1 bis 2 Millionen? Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls du da draußen für mich, Dimitri, noch einen Tinder-Chat, ein Tinder-Profil, ein Insta-Chat oder sonstige Chats hast, sende bitte diese an diese E-Mail-Adresse hier. Danke auch nochmal an NordVPN fürs Sponsoren dieses Videos. Zum Glück verstehen die kein Deutsch. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn es wieder heißt. Oh Gott. Bro, warum ist das China Palace? Da war ich früher immer essen mit meiner Oma und Opa. Wieso hat er da ein Bild von China Palace, Dörner, Digga? Woher kennt er das Ding denn? Und mit meinen Kollegen, als mein Kollege Jack Weed sein Führerscheingeld bekommen hat, 3000 Euro von seinem Opa, und natürlich offensichtlich nicht den Führerschein gemacht hat, sondern wir alles versoffen, verkifft haben, haben uns das da richtig gut gehen lassen und immer die kurzen, kleinen, süßen gesoffen, haben uns da richtig einen weggeschüttet. Aber also mittlerweile ist der Laden nicht mehr das, was mal war, so zumindest vom Hörensagen, weiß nicht, war da lange nicht mehr, aber Digga. Nee, das ist nicht der Laden, wo ich Fastenspeise der Buddhisten gegessen habe. Das ist das Rasa Sayang. Hä, hey, wieso hat er da Dings? Ach, Digga. Ich mach es wie ein Mann. Mein Gott, hat der gegurgelt zum Schluss. Ist ja widerlich, wer rübst so. Ich wollte gerade sagen, Scheiß-Video. Aber der Clip zum Schluss hat's nochmal gerettet, Kapi. Sascha ist auch am Donnerstag bei mir. Da werden wir auch streamen ein bisschen. Unten aus dem Keller. Merkt euch das.